Hallo, liebe Freunde, und willkommen zu einer Folge GTA Online Roleplay. Das Problem ist eigentlich, ich sollte eigentlich ja unterwegs sein. Und diese Aufnahme, die entsteht direkt nach dem Bahama Mama Club, nach der Folge letztens. Und ihr wüsstet ja, die Polizei hat mich gesucht, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Und jetzt bin ich im Knast, weil die es gerade klären. Ich bin seit 15 Minuten hier drin, ich habe keine Ahnung, was ich getan haben soll. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, was passiert, weil heute kommt ja kein Livestream an diesem Tag, sondern einfach eine Folge. Es ist so lustig, weil eigentlich war es hier alles nicht geplant. Es ist rein zufälligerweise. Ich darf niemanden anrufen, ich darf nichts machen und ich bin jetzt einfach hier und muss warten, bis die Polizei sich entschließt, mir zu helfen, beziehungsweise mich hier rauszulassen. 20 Minuten wurde mir gesagt und ich bin ja mal gespannt, was ich gemacht habe. Ich nehme das einfach mal auf, um euch das mal zu zeigen. Ihr habt ja den ganzen Verlauf mitbekommen. Wenn nicht, dann guckt euch unbedingt die Streams nochmal an, dann seht ihr das hier alles. Und ja, kann sein, dass wir jetzt hier verknackt. Ich weiß nicht, ob ich verknackt bin. Keine Ahnung. Auf jeden Fall super geil. Und der Holländer läuft draußen immer noch rum. Weißt du? Den haben sie nicht geholt. Obwohl ich zur Polizei gegangen bin und eine Anzeige erstattet habe, ne? Oh Mann. Ja, also, ich zeige euch das jetzt mal ein bisschen, wie das hier läuft. Was man, der wird Walter rauskommen. Und ihr findet alle Folgen von GTA 5 Roleplay unter diesem Video verlinkt, ja? Und ich hoffe eben, dass ich jetzt hier keinen Bann oder sowas kriege, weil ich habe ja eigentlich gar nichts gemacht. Und ja, mal abwarten, ne? Ach, Leute, halbe Stunde später, ich liege immer noch hier. Wir haben jetzt, wann habe ich angefangen aufzunehmen? Wann bin ich im Klass gekommen? 22:30 Uhr. Und wir haben 23:25 Uhr. Und ich weiß nicht mal warum. Und ich liege immer noch hier. Ja, mal gucken, was passiert. Wird hier mal jemand kommen? Sollen wir trinken hier? Walter scheint anscheinend sehr beliebt zu sein hier. Banane. Kann ich ihn nicht essen gerade. Ja, dann warten wir mal weiter im Knast, ne, bis sie mal kommen, die Herrschaften. Vielleicht kommen sie ja gar nicht mehr. Ist jetzt. Ich setze euch in Kenntnis, sobald was passiert. Ja. Wegen dem gestrigen Fall. Eine neue Aussage brauchen Sie? Wegen dem gestrigen Fall. Hören Sie, wie lange. Ich bin schon seit. Was weiß ich, wie lange hier drin? Wie lange muss ich denn noch hier drin bleiben? Hier riecht's nach Pisse. Wieso riecht's denn hier nach Pisse? Waren Sie auf dem Klo oder haben Sie ihn Nee. runtergezogen? Nee. Gucken Sie sich die Wände mal an. Boah. Ja, was wollen Sie denn wissen? Ja, ich will eigentlich alles wissen, was gestern passiert ist. Um Gottes Willen. Okay, wollen Sie sich hier reinsetzen oder bleiben wir hier so stehen? Können sich gerne hinsetzen, ich bleib stehen. Okay, ja, dann setze ich mich mal. Also, wie ist Ihr Name, Herr Officer, damit ich weiß, mit wem ich rede? Mein Name ist Greif. Okay, Herr Greif, folgendes. Ich war gestern unterwegs mit dem Herrn Van der Gast. Also, ne, vorgestern, gestern war das, genau, mit dem Herrn Van der Gast unterwegs. Und wir waren dann am Plaza. Wissen Sie, hat den großen Platz. Weil der Herr Van der Kaas hat sich in die Frau, in eine Sanitäterin verliebt. Ich weiß den Namen leider nicht mehr. So eine Blonde mit einem Pferdeschwanz. Wissen Sie zufälligerweise den Namen? Mir Denke, fällt ich weiß, wenn ich mal, wen Sie meinen. er. Ja. Egal. Auf jeden Fall war er in sie verliebt und ich wollte dann mit ihm zum Krankenhaus fahren, weil er hat die ganze Zeit immer, er war schlecht drauf und er hatte dann Probleme. Und dann haben wir uns gegenüber hingestellt. Und haben dann so rübergeschaut und haben gesehen, da ist das Krankenhaus. Da habe ich gemeint, okay, vielleicht machen wir es doch nie und so, weil du dich schämst. Er hat sich auch schlecht gefühlt. Und dann auf einmal hat er mir einen reingehauen. So, ich weiß Moment, nicht. Moment. Ja. Also Sie standen vorm Krankenhaus, ja? Nee, auf der anderen Seite ist ja dieser Parkplatz. Ach, das ist gar nicht der Plaza, ne? Ist an, also auf der gegenüberliegenden Seite vom Krankenhaus ist ja ein Parkplatz. So Ach, eine alte okay, das Bucht. ist das Gericht, meinen Sie. Ah ja, genau, es tut mir leid. Entschuldigung. So, Also und. Sie waren am Gericht Ja. und waren an diesem Parkplatz gestanden. Genau. Und da stand ein Motorrad rum. Und genau, also ich bin ja ehrlich. Ja, ich bin ganz ehrlich. Da stand ein Auto. Ein Und ich habe Motorrad und ein Auto. ein Auto. Also ein Motorrad und ein Auto. Aber mir geht es gerade ums Auto. Ich habe dann mein Auto ganz nah vor das andere Auto geparkt und meinte zum Herrn Van der Kast, ey, stell mal dein Auto dahinter, dann ist der zugeparkt. War nur ein Spaß. Ich wäre ja nicht lange da geblieben. Wissen Sie, war nur ein Scherz. Also ich bin ja ehrlich, ja? Und ich glaube, Geständnisse mildern ja auch die Strafe. So. Und dann hat der Herr Van der Gast gesagt, nee, so ein Blödsinn mache ich nicht und so. Ich sagte, ja, okay, wenn du meinst. Und dann auf einmal
Haben wir dann rüber geguckt zum Krankenhaus und da habe ich gesagt, ja, vielleicht ist die Frau, mir fällt der Name nicht mehr ein, vielleicht ist sie ja da und so weiter, weil er meinte, sie hat ihn behandelt und angefasst, das hat ihm so gefallen und auf einmal hat er mir eine reingezimmert. So, und dann lag ich mit meinem Kopf unter einem Motorradreifen, welches geparkt hat. Okay, Moment. Wieder von der Kassin einer gibt's. War das irgendwie, war das ein Faustschlag? War das Ja, der hat richtig ausgeholt, der hat mir ja voll einen reingehauen. ins Gesicht oder Ja, wo? ich war sofort weg. Muss dazu sagen, ich hatte auch ein bisschen vorher Probleme mit dem Knie und so, aber und mit meinem Rücken, aber der hat mir dann voll einen reingehauen und ich war dann sofort weg. Also, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Nur als das, was er gesagt hat, als ich wach geworden bin. Und das war eine Frechheit. Was hat er gesagt, als sie wach geworden sind? Dann hat mich der Herr Luigi, der Medic, hat mich wiederbelebt, ja, und hat dann zu mir gemeint, ob es mir wieder gut geht und so weiter, und hat dann den Herrn Van der Kaas gefragt, was passiert ist. Und hat der Van der Kaas gesagt, ich wäre aus einem Auto gefallen. Das war aber eine Lüge. Das stimmt Moment. ja nicht. Peter meinte ja, sie wären aus dem Auto gefallen und das ist offensichtlich eine Lüge. Genau. Und dann habe ich gesagt, dass ich zur Polizei fahren möchte. Die Weil, alleine. nein, er sollte mitkommen. Weil ich habe mir Okay. gedacht, er vertraut mir ja, dann nehme ich ihn mit. Weil ich wollte eine Anzeige erstatten. Weil, als ich ihn gefragt Aber habe. sie haben ihm nicht gesagt, wir fahren jetzt zum BD, damit ich dich anzeigen kann. Nee, das wäre ja doof. Okay, also sie haben ihm einfach nur gesagt, okay, hey, wir fahren jetzt zum BD. Und er Genau. wusste nicht warum. Ja, genau. Aber er wollte das gar nicht machen, weil er irgendwie vorbestraft ist oder so. Ich weiß es ja nicht. Weil er irgendwas gemacht hat. So, und dann. Ich hatte mir ein paar Stunden vorher eine Waffe gekauft. Eine kleine Pistole. Und einen Waffenschein. Ja, alles illegal. Wissen Sie ja, Officer. Wenn man einen Waffenschein hat, darf man ja eine Waffe führen. Richtig? Also zumindest ist ja hier Amerika. Darf man ja. Und dann sind wir ins Auto eingestiegen und in seinen Van oder was auch immer das ist, so ein Pickup hat er ja mit so einem komischen Teddybär da vorne drauf. Und dann sind wir losgefahren und der wollte nicht zur Polizei fahren. Dann habe ich meine Waffe genommen und gesagt, bitte fahr mich jetzt zur Polizei und habe die Waffe eben an seinen Kopf gehalten. Aber ich hätte niemals geschossen oder so. Die Waffe, Moment, Moment. ja. Sie sind in ihr in seinen Van gestiegen, also nicht Genau. in ihren. Okay. Nein, 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 weil ich wusste zu dem Zeitpunkt durch den Schlag gar nicht mehr, wo mein Auto ist. Ich war voll verwirrt. Okay. Aber noch so helle, dass ich ihn niemals abknallen würde. Ich schieße ja nicht meinen eigenen Freund. Okay, er wollte aber erst nicht hinfahren, Genau. aber sie waren da schon im Auto, als sie das Gespräch geführt haben. Genau, genau, Sie waren genau. schon unterwegs. Genau. Okay. Dann hat er gemeint, nee, lass mal, ich bin vorbestraft. Nee, das hat er nicht gesagt. Okay, aber er hat gemeint, nee, 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 ich will nicht zum BD. Genau. Okay. Und dann haben sie gemeint. Dann habe ich die Waffe genommen und gesagt, fahr mich jetzt dahin, weil ich hatte ja Angst, weil ich wusste nicht, was ist sein nächster Schritt, wenn er mir schon einfach mitten auf der öffentlichen Straße eine reinhaut. Wissen Sie? Moment. Hallo, Herr Officer. Moin. Okay. Weil sie nicht wussten, was er noch mit ihnen vorhat. Genau, der ist ja vorbestraft gewesen, ne? Oder ist immer noch vorbestraft? Aber sie haben nicht geschossen. Nein, ich habe definitiv nicht geschossen. Warum sollte ich auch schießen? Ich will doch nicht meinen eigenen Freund erschießen. Also sie haben ihn nur bedroht, sie haben die Waffe gezogen, sie haben ihn Ja, weil ich bedroht. Angst hatte. Ja, aber er hatte jetzt nicht unbedingt irgendwie. Sie hatten nur den Anschein, dass er, sage ich mal, was anderes mit ihnen vorhat, oder? Ich Also er meine. hat jetzt nicht aktiv gehandelt, dass sie Der hat mir ein in paar dem Sinne Sekunden bedroht worden vorher sind. eins auf die Fresse gehauen und Okay. mich ohnmächtig geschlagen. Okay, aber sie sind ja auch freiwillig mit ihm ins Auto gestiegen. Ja, also ich habe gesagt, fahr mal zur Polizei, weil ich habe gedacht, okay, vielleicht denkt ihr, dass ich so verwirrt bin, dass er gar nicht mehr realisiert, wo vorne und hinten ist und dass ich ihm vertraue. Okay, sie haben also Trick 17 angewandt und haben sich Genau. gedacht, das ist richtig cool, wenn ich da jetzt einsteige und dann ziehe ich Ja. einfach mal die Waffe und bringe ihn zum Nein, 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 BD. nein, 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 so war das ja nicht. Er wollte ja gar nicht dahin fahren zuerst. Ich habe das ja praktisch mit der Waffe erzwungen. Dann hat er mich immer gefragt, warum ich dahin möchte. Und habe ich gesagt, bitte fahr mich einfach zum BD. Habe mich mehrmals wiederholt.
damit der das auch versteht. Und dann hat er irgendwie, wollte er mich wieder zum Krankenhaus bringen, weil er gesagt hat, ich habe irgendwelche Störungen. Ja, so kam eins nach dem anderen, ne? Dann hat er mich dann doch, nachdem, Entschuldigung, Herr Officer, ich muss noch was hinzufügen. Ja. Ich bin ein bisschen durcheinander, weil da ist so viel passiert. Also, ganz kurzes Update der Geschichte. Es war so, dass ich die Waffe erst gezogen habe, nachdem er mich zum Sanitäter wieder fahren wollte. Ich hatte ihn vorher immer wieder darauf hingewiesen, ob er mich zum PD fahren kann. So, hat er nicht gemacht, dann wollte er mich zur Sanitäter wieder fahren, weil ich mich wiederholt habe. Und dann habe ich die Waffe genommen. So, Entschuldigung, ich möchte alles richtig chronologisch sagen. Ja, und dann sind wir ja zum PD gefahren. Und da habe ich ja Schutz gesucht, aber es ist ja alles... Aber Sie haben die Waffe dauerhaft gezogen gehabt? Ja, hatte ich. Okay. Also bis hier vom PD waren... Nein, nicht so lange. Also vielleicht, wenn ich so rechnen müsste, 15 Sekunden, 20 Sekunden. Okay, dann haben sie sie wieder weggepackt genau. Und er ist freiwillig dann dahin gefahren. Genau. Also in dem Sinne freiwillig. Ja, dann haben wir geparkt und sind über die Straße gelaufen. Also ohne Waffe, nichts, ganz normal. Und er hat sich immer gezögert, ins PD zu gehen. Ich weiß ja nicht, warum, was sie mit dem gemacht haben. Also ich habe keine Ahnung. Und... zu mir waren sie bis jetzt also freundlich. Ich muss sagen, Gastfreundlichkeit 1A. So, und dann, ab dann kennen sie die Story ja. Dann habe ich den Herrn Krüger kennengelernt, netterweise. Und auch den anderen Kollegen, den habe ich den Namen nicht mehr im Kopf. Ja, und das war die Geschichte. Bis zu dem Zeitpunkt. Okay. Ich hätte ihm ja nie was getan, wissen Sie. Ich hatte ja nur Angst, weil warum haut er mir einfach einen ins Gesicht? Vielleicht war er frustriert oder so, weil es mit der Frau, ich weiß, wie heißt sie noch? Mir fällt ihr Name nicht mehr ein. Doch, sie können, sie könnten sie ich aber weiß, auch fragen. Sie meinen. Ja. Ja, ich weiß, wen sie meinen. Noch eine Frage. Wie sind sie, wann haben sie sich an dem Tag getroffen? Also sie oh beide? Oh Gott. Das war gegen Abend, so 19 Uhr, 20 Uhr. Und wann haben sie den quasi den Beschluss oder den, wann haben sie vorgehabt, auf einmal dann zum Gericht und zum Krankenhaus zu laufen? Wie viel Uhr war das ungefähr? Das kann ich Ihnen leider nicht mehr sagen. Tut mir leid. Durch den Schlag kann ich mich nicht mehr so gut dran erinnern. Also an diesen, an die Uhrzeit. Aber Sie sind zusammen quasi zum Gericht gefahren. Genau, ja. Und haben sich dann von der Ferne das Krankenhaus angesehen. Ja, und dann ist das Ganze so abgelaufen, wie Sie es geschildert haben. Genau, Sir. Alles genauso, wie Sie sagen. Wir waren die ganze Zeit unzertrennlich. Ich bin jetzt seit 13 Tagen hier und wir sind immer unterwegs zusammen. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum der mir einfach einen reinhaut, wissen Sie? Manchmal geht ja einiges schief, wenn man sich die ganze Zeit auf der Pelle hängt und so, aber Gott, das ist ja bei den besten Freundschaften so, ne? Und dass das vielleicht nur ein Versehen war, dass er irgendwie... Nein. Also er hat aktiv zugeschlagen mit der Faust. Ja, das hat richtig gezimmert. Und ich meine, wenn Sie jemanden aus Versehen eins reinhauen, treffen Sie dann genau die Schläfe? Ich glaube nicht, oder? Nee, ich weiß nicht, wie er zu Ihnen stand. Hat er sich irgendwie umgedreht? Und seitlich stand er zu. Also er stand praktisch... So zu mir geneigt. Mhm. Ja. Fast schon gegenüber. Daran kann ich mich noch erinnern. Ja. Ich weiß auch nicht, ob es ihm leid tut oder ob er sich dafür schämt oder ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das aus Versehen war, aber für mich, Walter Brunnen, war das so, es war gezielt. Weil vielleicht hat er die Faxen dicke. Ich meine, und heute... Ich wollte eigentlich nur eine Freude machen, wissen Sie? Weil ich habe mir gedacht, wir waren jetzt die ganzen Tage zusammen unterwegs. Ist doch scheiße, wenn jetzt jeder sein eigenes Ding macht. Vielleicht kann man sich ja wieder vertragen. Und da habe ich gedacht, weil er niemanden hier in der Stadt hat. Also jetzt mal kurz Butter bei den Fischen, aber hier, wenn Sie hier... Er hat Ihnen eine reingezimmert. Genau. Sie haben ihn mit einer Waffe bedroht. Genau. Und heute denken Sie sich, reicht eine Entschuldigung. Also ich meine, gestern hätte vielleicht noch eine Entschuldigung gereicht, wenn man sich vielleicht irgendwie, hey, ich habe irgendwie ich habe einen schlechten Tag, hab dir eine reingezimmert oder sonst was. Ich dachte nicht, dass du direkt K.O. gehst, aber das, keine Ahnung. Meinen Sie, weil das ein Tag später ist? Ich sagen. Meinen Sie, weil das ein Tag später war jetzt, oder was meinen Sie? Nee, Sie haben ja schon sich entschieden dazu, eine Waffe zu ziehen, um den Herrn dann irgendwo hinzubringen. Also, ja, weil ich Angst Freundschaft hatte. Dann, glaube ich, schon beendet, oder? Ja, eigentlich haben Sie recht, aber ich kann auch nicht ohne ihn. Wissen Sie, wir sind ja irgendwie... Ich kann es nicht erklären. Bestehen. Hören Sie, ich war heute im Bahama Mama Club, wo Sie mich ja gefunden haben. Ja. Und ich wollte eigentlich mit
ich wollte eigentlich da hingehen mit Holland, also mit Fantacast. Und dann war ich da drin und alle haben nicht getanzt. Ja, und wir beide hätten getanzt, weil sein Traum war immer zu tanzen beim Cringe an der Stange. Der wollte da immer Pole-Dancer werden. Fragen Sie ihn. Und deswegen ist er auch so bestürzt, dass der Cringe tot ist. Oder tot sein soll. Oder verschwunden ist. Oder was auch immer. Okay. Alles klar, Herr Bonn, dann habe ich das so mit. Ja. Ich möchte aber noch kurz eine Sache sagen, Herr Officer, ja, das ist mir wichtig, auch an den Herrn Krüger. Der Herr Krüger ist ja wirklich ein netter Polizist und so, aber Sie haben da was falsch verstanden, weil man hat gesagt, ich hätte ihm nachgestellt. Das stimmt aber gar nicht. Sondern ich wollte ihm einfach nur eine Freude machen, weil wenn Sie den mal fragen, den Herrn Van der Kast, der hat einen Hut, wo die amerikanische Flagge drauf ist, ja. Und er sagt immer, er fühlt sich hier ganz alleine. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich gebe ihm mal das Gefühl, mache ihm ein Geschenk, weil Kandeln und so hat er ja genug. Und das war es eigentlich. Ich wollte niemandem nachstehen, gar nichts. Ich wollte einfach nur ihm eine Freude machen. Bisschen Heimat. Das machen Sie einen Tag danach, nachdem Sie ihn mit der Waffe bedroht haben? Ja, weil ich sag ja... Kein Gespräch davor, nichts? Das war ja praktisch... Nein, wir haben ja vorher telefoniert. Wir wollten uns ja treffen. Und dann war er ja auf einmal im Krankenhaus. Ich weiß ja nicht, was er gemacht hat. Ich hatte es ja schon den Kollegen hier gesagt, dem Polizisten. Ich war mit ihm schon im Kontakt. Es war auch alles in Ordnung. Und er klang sehr traurig wegen der Geschichte da mit dem Opa da, was er gelesen hat. Weil er wollte ja mal bei dem arbeiten, wissen Sie? Hören Sie auf, ich habe nichts gemacht. Herr Brunn, wir kürzen uns kurz ab. Okay. Problem ist an der ganzen Situation, gestern die Aussagen von Ihnen und von Herrn Kars, ja? Ja. Das sind keine Kleinigkeiten. Okay, ich verstehe. Aus welcher Richtung auch immer. Und was daran stimmt oder nicht stimmt, das können wir jetzt erstmal so noch nicht beurteilen. Wollen wir natürlich auch nicht. Nur wenn Sie unter Waffengewalt jemanden zur Polizei zwingen, das ist nicht gut. Ja? Sie hätten die Polizei rufen können und dann wären wir gekommen. Meinen Sie? Sicher wären wir gekommen. Also klar, Sie wären gekommen, aber hätten Sie in meiner Situation, wenn Sie hätten irgendwie einen Weg finden können, von ihm wegzukommen. Ja, vielleicht haben Sie recht. Sie hatten Angst vor ihm. Da setze ich mich doch nicht in ein Auto mit ihm, um ihm dann mit einer Waffe zu bedrohen. Ich habe mir halt gedacht, bevor der jetzt abhaut, ist das der einfachste Weg. Weil gucken Sie, ich bin zu ihm gekommen und ich wollte eine Anzeige starten. Und was ist? Ich stehe in der Zelle. Ja, wie soll ich denn jemals jetzt wieder der Polizei vertrauen? Warten Sie mal, Sie haben sich gerade, Sie haben gemeint, Sie haben die Waffe neu gekauft. Ja. Ja. Ich denke jetzt mal nicht, dass Sie so sicher an der Waffe sind, oder? Nee. Ja. Was ich weiß ja nicht mal, wie man das Ding scharf stellt. Ja. Was wäre denn passiert, wenn das irgendwie eskaliert wäre? Da wäre eine falsche Bewegung passiert und sie hätten auch noch falsch reagiert und dann zack, ja, da haben sie der recht. Schuss fällt und das die Sache ist erledigt. Das wäre schlecht gewesen. Deswegen bin ich auch froh, dass sie mir die Waffe abgenommen haben, weil ich glaube, ich bin nicht der richtige Mann dafür, wissen Sie. Also ich glaube, in den Wagen zu steigen war einfach die schlechteste Idee, die sie hatten. Vielleicht haben Sie recht, aber ich hatte halt Angst und war unter Schockzustand, ne? So, jetzt passen Sie auf. Jetzt haben Sie Ihren Schockzustand ja wahrscheinlich überwunden. Ja. Jetzt haben wir eine Sanitäterin, eine Ärztin, wo Sie plötzlich irgendwie auftauchen, eine Behandlung. Plus den Faktor, dass wir wissen, was gestern schon war und wir uns eben nicht sicher sind, was Sie da jetzt vorgehabt haben. Und diese Ermittlungen mussten wir jetzt erstmal tätigen. Ja, Sir. Und das Sinnigste ist, wenn man weiß, dass jemand mit einer Waffe rumläuft und eventuell Blödsinn damit macht, dann kommen Sie hier, diese wunderschönen Gitterstäbchen. Ja, da war ich jetzt auch lang genug und ich muss sagen... Sicher, Sie kommen jetzt auch raus. Wir haben die Aussage jetzt aufgenommen. Haben wir Ihre Waffe ja gestern schon abgenommen. Die können Sie auch gerne behalten, oder? Die werden wir auch wahrscheinlich behalten. Das ist gut. Und die Axt auch? In dem Fall auch die Axt, ja. Oh, verdammt. Haben Sie Ihre Waffenlizenz noch? Ja. Die werde ich dann jetzt auch noch einziehen. Okay, dann... oder ich weiß es gar nicht. Ich muss mal. Das machen wir dann gleich. Gucken wir gleich nach, wenn ich Ihnen Pommes gehe. Ja? Gut. Dann lassen Sie jetzt mal raus, weil dann können Sie nämlich auch nach Hause gehen. Dankeschön. Ich gebe Ihnen jetzt einfach nur den Tipp, so von meiner Seite her: Gehen Sie dem Herrn aus dem Weg für heute und für morgen und für übermorgen und erstmal für die nächsten Tage. Ja? Vielleicht haben Sie recht. Wenn das jetzt wieder dazu kommt, dass wir da eingreifen müssen, dann sitzen Sie beide hier. Ja, das wäre ja nicht schön. Und Sie sollen ja auch die ganze Zeit mit so einem Blödsinn zu tun haben. Das ist kein Blödsinn, das ist meine Arbeit. Ja, es geht nur darum, es gibt den Moment, wo wir dann einfach nicht anders können. Ja? So, dann stellen Sie sich mal kurz hier hin, ich hole mal kurz die Sachen. Ah, hier riecht es nicht mehr so nach Urin. Da sollte jemand vielleicht mal wischen, Sir. Da hat irgendeiner hingesifft. Ja, wir hängen da gleich noch ein paar Pissteine auf. Ja? Nee. So, passen Sie auf. Also, hier haben Sie einmal Ihr Portemonnaie. Dankeschön. Ihr Telefon.
Schön. Oh, endlich. So, und dann gucken Sie mal bitte nach, ob Sie Ihre Waffenlizenz noch haben. Ich guck mal nach, eine Sekunde. Ich glaube aber nicht. Ich zahle auch keine Steuern mehr. Ich glaube, ist alles nicht mehr da. Sie zahlen keine Steuern, weil Sie keine Waffe besitzen. Ach so, okay, ach so. Da ich Sie aber für heute oder für die nächste Zeit am besten von dem Waffenkauf abhalten möchte, nehme ich Ihnen jetzt auch die Lizenz ab. Nehmen Sie die ruhig ab. Also, Sie haben die Lizenz noch, ja? Ich weiß es nicht, Sir. Gucken Sie doch bitte in Ihr Portemonnaie rein und gucken Sie, ob die Lizenz da ist. Ich finde nichts dazu. Ja, dann lassen Sie mich doch nochmal reingucken. Dann gucken Sie mal bitte. Ihr Portemonnaie her. Bitteschön. Entschuldigung, ja. Ich bin ein bisschen nervös, wissen Sie? So, da ist Ihr Ausweis, da haben wir Ihren Führerschein für Motorrad, Auto und LKW und da haben wir Ihren Waffenschein. Oh, der war dazwischen, habe ich nicht gesehen. Tut mir leid. So, nehmen Sie mal Ihr Portemonnaie wieder. Dankeschön, Sir. Alles klar. Gut. Dann können Sie jetzt gehen. Okay, dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Gehen Sie sich am besten aus dem Weg. Ja. Alles klar, dann gehen Sie mal nach oben. Dankeschön. Ah. Ich möchte nichts falsch machen, also ich darf jetzt einfach gehen, Herr Officer, ja? Sie können jetzt gehen, ja. Ich okay, halte die Tür auf. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Alles und passen klar, auf sich auf, ne? Schönen Abend noch, tschüss. Dankeschön. Hey, der Witzka. Leute, ich bin frei. Holland hat mich in den Knast gebracht. Und die beobachten mich immer noch. Oh. Bloß weg da von den Bullen, ey. So, ja, das war mal eine Special-Folge. Ich wollte euch das mal zeigen. Um diese Folge zu verstehen, müsst ihr die anderen Folgen natürlich auch gucken. Und Walter ist jetzt wieder frei. Aber mal gucken, wie lange. Ja, dann würde ich mal sagen, schlaf gut. Bis zum nächsten Mal. Der nächste Stream ist dann am Sonntag.